So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zur ersten Folge zu natürlich Alex Wort und Tali Maus. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind endlich in Sims doch mal angekommen. In ganzen Sims 4. Ein leeres Haus habe ich mir gekauft. Ein schaufertigtes Haus. Und wir müssen erstmal gucken, wie überhaupt die Steuerung hier funktioniert. Was mache ich, wie mache ich, wo mache ich was? Ja, ich glaube mal hier irgendwo wird bestimmt irgendwie was zum Bauen sein. Das ist, ach, hier oben, was Leute in die Spiel speichern. Ah, da, ich glaube mal, das ist fürs Hausbauen, genau. Grundlagen brauche ich nie, interessiert mich ein Scheißdreck, denn ich bin der Mensch, ich kriege das alles ganz alleine hin. So, paar Sachen möchten wir schon. Wir sind jetzt zu zweit. Wir sind zwar kein Liebespaar, deswegen kriegen wir beide ein einzelnes Bett. Erstmal eins der billigen Art und Weise mit jeweils einer Kommode dazu. Wenn ich wüsste, wo ich das Ganze einstellen kann. Ne? Achso, hier war das ja. Schlafzimmer, Kommode. Nehmen wir doch die, das passt doch schön dazu. Auch wenn das nicht so noch der Art ist, wie man sich natürlich das alles vorstellt. Ein Bild brauche ich jetzt noch nicht. Das ist noch relativ uninteressant. So. Schön ist was anderes, aber okay. Kommoden. Ja. Natürlich brauchen wir einen Kleiderschrank, oder? Den Kleiderschrank machen wir so dreht man. Beide besitzen einen Kleiderschrank. Das würde ich mal sagen, reicht vollkommen zu aus. Und eine wichtige Sache ist natürlich die Toilette. Dass wir eine Toilette brauchen, übers Töpfchen natürlich nicht. Der Botschafter. Wenn es das Blixeklo ist. Warum? Ach, nicht, ja. So. Dann, nehmen wir eine einfache Dusche. Da wir nicht so viel Platz hier haben, reicht eine einfache Dusche aus. Mehr wollen wir auch nicht haben. Hier erstmal ein Spiegel. So. Reicht. Würde ich sagen. Fürs Erste, warum nicht? Gepflanzen im Bad. Angewohnheitssache. So, dann brauchen wir natürlich eine Küche. Und ein Blixenherz. Ach du Scheiße, ist der groß. Warum sind die Sachen so groß? Passen dazu noch so ein Nestling. Wir müssen uns irgendwann mal dran setzen und alles schön bauen. Erstmal geht es darum, dass wir hier drin leben können. Warum jetzt das Spiel natürlich hängt, weiß ich natürlich nicht. Achso, ja. Das ist eine gute Frage. Bei mir ist gerade meine Tastatur und die Maus rausgeflogen. Die fliegt schon wieder raus. Irgendwo habe ich hier wohl einen kurzen oder sowas. Also irgendwelches technisches Problem am Computer. Wenn ich wüsste, woran das liegt, könnte ich was machen. Ich kann auch nicht mehr die Aufnahme unterbrechen. Sehr lustig, nicht wahr? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe hier nichts einstecken. Also, ihr merkt, ich klicke hier rum. Es ist eine sehr interessante Sache, was hier gerade bei mir passiert. Die Frage ist, ob ich noch reinkomme. Jetzt ist die Maus in die Tastatur wieder aktiv. Fakt ist natürlich, wie lange. Wer weiß. Also irgendwo ist da hier was los bei mir. An der Tastatur und an der Maus. Es ist nicht selten, dass ich irgendwelche Probleme hier bekomme. Vielleicht auch irgendwas überhitzt oder sowas. Sondern brauchen wir natürlich ein
Oder 15 Tiger, dass wir irgendwas hinstellen können. Ich wäre schon für so eine schöne schwarze Kühe, aber die passt da nicht mehr zum hässlichen Kühlschrank. Das mal so. Dann kommt eine hässliche Mikrowelle noch drauf. Die natürlich dazu passt. Was ist denn das für eine Scheiße? So, Essbereich. Gibt es einen kleinen Tisch und zwei hässliche Schüle. So, ich hoffe, das passt. Eine Bar brauchen wir jetzt noch nicht. Wir bräuchten aber noch einen kleinen Tisch. Wenn wir uns einen 0A15 Slow Motion PC. Besser geht's ja nicht, oder? Dann haben wir uns natürlich auch noch den Stuhl des Besten hier dran. Damit wir ja uns einen Job noch holen können. Kinderzimmer haben wir nicht. Wichtig wäre aber auch ein Wohnzimmerbereich, ein kleines. Dass wir jedenfalls einen hässlichen Fernseher haben. Am besten unten Tisch, wo wir draufstellen können. Nee, Kaffeetisch nicht. Wir brauchen, glaube ich, dazu einen Tisch hiervon, so einen Schreibtisch, glaube ich mal. Alter. Der ist aber zu hoch, das ist hässlich. Ich glaube, da nehme ich mir lieber einen teuren Fernseher für 3000. Nein, ich will keine Wände bauen. Und dafür ein kleines... kleine Couchchen. Mit einem kleinen... ja. Wird später natürlich, wie gesagt, alles noch schöner gemacht. Also jetzt geht natürlich darum, alles schnell und einfach zu machen. Und da haben wir natürlich auch was schnell und einfaches hinbekommen. Wie schließe ich jetzt das Ganze? Nee. Wie kann ich jetzt... Grundstück. Ach so, das Grundstück können wir ja auch noch ein bisschen bearbeiten. Aber ich will jetzt spielen. Ich will den ganzen Mal jetzt so spielen. Wie geht das? Pipette, Designing Tool. Gnadenhütte. Das hier muss irgendwie geschlossen werden. Sehe ich irgendwas nicht, was filtern? Okay, ich bin gerade überfordert. Aber ich glaube, das reicht erstmal für den ersten Part. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Ihr wisst, was passiert. Und ihr wisst, um welche Sache es hinausgeht. Wir werden es hier vielleicht noch einen kleinen Veranda-Bereich machen. So. Mit einem billigen Kohlegrill. Schwarzen. So, Leute. Dann gucke ich mal, wie ich hier aus dem Fenster rauskomme, um weiter zu spielen. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen erstmal nach oben da. Wenn ich deinen Daumen noch hin, schreibt mir in den Kommentaren, ob
ihr darauf Bock überhaupt habt. Oder ob ihr sagt, nee, lass mal lieber darauf, das wollen wir mal lieber lassen. Nach und nach kommen natürlich Updates, wenn euch das gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr immer das Wort. Ciao, ciao.